Am Abend des 31. Oktober erstrahlen in vielen Pfarren Lichter. Besonders stimmungsvoll war die Nacht der 1000 Lichter in der Pfarre Rannersdorf. Während im ganzen Land Halloween gefeiert wird, besinnt sich die katholische Kirche auf Allerheiligen. In der Nacht der 1000 Lichter soll Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit zum Nachdenken und Beten gegeben werden. Für mich sicher eine außergewöhnliche Erfahrung. Das heißt, das ist das zweite Mal, bin ich hier mit dieser Feier. Und ganz besonders am 31. Es ist normalerweise in der Umgebung oder in der ganzen Welt, wahrscheinlich in den verschiedenen westlichen Ländern, Halloween ist gefeiert. Aber hier in unserer Kirche, nach der 1000 Lichter, wahrscheinlich etwas Christliches. Und für unsere Seele und auch für das Herz ist es schon ein berührend und eindrucksvolles Fest. Am Abend des 31. Oktober erstrahlten zur Einstimmung auf das Allerheiligenfest in vielen Pfarren tausende Lichter. Kirchen, Kapellen, besondere Orte, Wege, Labyrinthe, viele verschiedene Projekte luden dazu ein, innezuhalten, um in eine besondere Atmosphäre einzutauchen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene waren eingeladen, sich von Licht, Gedanken und Anregungen inspirieren zu lassen. Lichter verbinden die Menschen. Natürlich. Licht brauchen wir schon. Und für unser Leben, das Licht erhält alle Finsternis, alle Dunkelheit unseres Lebens. Die Grundintention bezieht die Nacht der 1000 Lichter aus der Lichterfeier in Tessé. Aufgrund des großen Erfolges beschlossen viele Dekanatsjugendstellen und die katholische Jugend eine gemeinsame Aktion daraus zu machen. In ganz Österreich haben Jugendliche und Erwachsene gemeinsam etwas Besonderes vorbereitet. Jeder war eingeladen, zu kommen, die Atmosphäre zu spüren, nachzudenken, still zu werden, zu beten, neue Kraft zu schöpfen, mit dem Heiligen in Berührung zu kommen. Zu Allerheiligen wird nicht nur der bekannten Heiligen gedacht, sondern auch der Alltagsheiligen, also jener, die im Verborgenen Gutes tun und so die Welt ein wenig heller machen. So weist der Kerzenschein darauf hin, dass es das Heilige auch im persönlichen Leben jedes Menschen gibt und nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Viele Leute sind gekommen, um hier auch innere Einkehr zu finden. Ja, das ist auch so eindrucksvoll, dass Leute kommen, sie suchen. Die sind die Suchenden. Suchen etwas Geistliches, etwas ernsthaftig und von der Außerwelt etwas Göttliches. Sie suchen schon für die Seele, für die Innerliche. So hat die Nacht der 1000 Lichter eine einfache Grundidee mit großer Wirkung. Das Heilige gibt es überall zu finden und hat eine unglaubliche Strahlkraft. Die Lichter laden dazu ein wenig ruhig zu werden, innezuhalten und dem Heiligen in sich selbst nachzuspüren. Den Menschen Zeit und Raum zu geben, um sich zu besinnen, einzustimmen auf alle Heiligen und aller Seelen und die kommende, ruhigere, dunkle Zeit. Kinder, Jugendliche und Erwachsene hatten die Möglichkeit, sich Zeit zu schenken, um nachzudenken, zu meditieren und zu beten. Der Kirchenraum einerseits, erleuchtet von den Kerzen und die Textimpulse andererseits, trugen einmal mehr zu der großen Wirkung bei.